Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patrick Zockerbude. Es war wieder Flohmarkt und ich war wieder unterwegs und habe mir auch wieder ein paar Kleinigkeiten schnappen können. Ja, die Ausbeute heute war ganz okay. Ich habe auf jeden Fall ein paar coole Sachen gefunden. So viel schon mal im Voraus. Ja, leider ist es ja so gelaufen. Ich war ja eigentlich, hatte ich ja eigentlich eine, heute sollte eigentlich ein Flohmarkt-Video aus Münster kommen. Da war ich unter der Woche auf einem Mittwoch und der Flohmarkt war ein Reinfall. Deswegen habt ihr dann am Mittwoch auch eine An- und Verkaufstour gesehen aus Münster, weil ich das dann genutzt habe. Aber ich war nicht in Münster, dieser Flohmarkt. Ich habe nochmal auf das gute alte Dortmund zurückgegriffen. Da war wieder was zu holen. Und das war gut so. Ja, nicht lange rumgeredet. Wir fangen direkt an. Ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Was soll das kosten? Ja, machen wir. Ja, es ging direkt los. Zweiter oder dritter Stand. Direkt ein DS-Spiel gefunden. Ihr habt gesehen, da waren noch andere DS-Spiele, die waren aber nichts für mich. Hier ein City Life, etwas, wo man eine Stadt bauen muss. Da habe ich schon eher Bock drauf für Nintendo DS. Leider ohne Anleitung, nur mit diesem schwarzen Nintendo-Büchchen. Ja, für 2 Euro, ne, nimmt man das auf jeden Fall mit, ne? Das war ein cooler Start in den Flohmarkt, sag ich mal so. Für 2 Euro City Life, ja, kann man, was weiß ich, Städte bauen, Straßen bauen. Man muss halt seine Stadt da bauen mit Häusern und Hochhäusern und allem möglichen Kram. Ja, auf jeden Fall ganz cool, ne? Also habe ich Bock drauf. Sowas mag ich, so Simulationsklamotten. City Life DS heißt das Game. Ja, für 2 Euro mitgenommen. Das war dann eigentlich ein ganz guter Start und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Hast du ein Ladekabel dafür? Ja, mehr kostet. Machst du 10? Aber er geht nicht an, ne? Also wenn er... Okay, dann 10 Euro. Okay. Was soll der kosten? Ja. Ah, nein, guck mal, der ist auch nicht mehr so schön. Ja, aber guck mal, sowas kriegst du nicht mehr ab hier. So ein Abrieb. Ich kann den 10er geben dafür. 10er? Ja. Machen wir? Okay, cool. Ja, dann kam ich an einen Stand, gleichzeitig mit mir ist so ein Typ dahin gekommen und ich sehe an dem Stand liegt ein DS Lite und ein Nintendo DS und ich wollte eigentlich gerne den DS Lite haben, aber der Typ greift direkt geradeaus zu auf den DS Lite. Es ist einfach leider so, dass man gerade im Bereich Videospiele viel Konkurrenz hat auf dem Flohmarkt und da auf Zack sein muss. Und dann habe ich mir natürlich direkt dieses schöne Teil hier gegriffen. Und zwar diesen Nintendo DS. Ja, sind Aufkleber drauf, die werde ich abmachen. Ist auch nicht mehr der schönste. Ja, komm, für den 10er habe ich mitgenommen. Aber das war eigentlich nur der Trostpreis, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte gerne diesen DS Lite auch gehabt, ne? Aber ich hätte wahrscheinlich gerne beide gehabt. Aber eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich wahrscheinlich den DS Lite genommen. Der sah noch ein bisschen besser aus. Ja, DS, so eigentlich, weiß gar nicht, ob ich den in dieser Farbe habe. Ne, ich glaube, ich habe einen bisschen andere Farbe. Genau so einen habe ich noch nicht. Ich habe einen anderen DS. Ich werde den auch behalten. Ne? Ja, leider ohne Ladekabel funktioniert, aber ja.
Leider ohne Ladekabel. Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ist da noch der Jackpot und es ist ein Spiel drin, weil es war nämlich noch ein Spiel drin. Habe ich erst später gesehen. Und zwar, leider ist es nur Barbie the Princess Island oder Island Princess. Ja, loses Modul, kann ich eh nichts mit anfangen. Werde mit meiner Tauschkiste gehen und ja, ich glaube, das werde ich nie loswerden. Keine Ahnung. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das ein beliebtes Spiel ist. Ja, war da mit drin, ne? Für einen Zehner, okay. Hier sind irgendwelche Aufkleber drauf, die werde ich abmachen. Ja, komm, ne? Ist okay, also für einen Zehner kann man das mal mitnehmen. Aber wie gesagt, war nur der Trostpreis. Ich wollte eigentlich den DS Lite, den hätte ich lieber gehabt. Ach, so ist es noch der DS geworden. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Was soll das kosten hier? 5. 5? Machst du es auch für 3? Nee. 4? Ja. Ja, okay, cool. Ja, dann der nächste Fund. Ein Nintendo Wii Spiel. Und zwar Lego The Clone Wars Star Wars 3. Die Saga geht weiter. Ja, der dritte Teil anscheinend der Lego Star Wars Saga. Auf jeden Fall, das ist komplett mit Anleitung und so. Das ist auch noch im guten Zustand. Ja, gerne mitgenommen, ne? So Lego-Spiele sind eigentlich ganz cool. Ja, kann man immer mal zocken. Da muss man Rätsel lösen und sowas alles. Bei Star Wars weiß ich gar nicht, wie es ist. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Star Wars-Fan. Aber ich werde es auf jeden Fall mal zocken. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch gefällt. Also Star Wars 3 für 4 Euro. Gerne mitgenommen. Was Neues für die Wii-Sammlung. Warum nicht, ne? Wenn es scheiße ist, also wenn es mir nicht gefällt, dann geht es auch wieder raus aus meiner Sammlung. Aber ja, für 3 Euro kann, für 4 Euro kann man das mal mitnehmen. Lego Star Wars 3. Ja, das war der nächste Fund. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Was willst du so ein Spiel haben? Echt? So ein Spiel, wie viel? Ja, 5. 5? Ja. Machst du alle 3 für 12? Ja, cool. Ja, dann gab es Nintendo 64 Spiele. Ja, schön immer Nintendo 64 Spiele zu finden. Leider waren es so Sportspiele, aber für 4 Euro das Stück, okay, kann man machen, finde ich. Und ich zeige euch auch mal, was ich hier habe. Einmal leider nicht mehr in so einem guten Zustand, obwohl das auch ein Spiel ist, was ich gerne in OVP hätte, weil das hatte ich in meiner Kindheit auch und habe ich immer gerne gezockt. International Superstar Soccer 64. Richtig cooles Fußballspiel für Nintendo 64. Wirklich, also diese Reihe, die International Superstar Soccer Reihe, sind die besten Fußballspiele für Nintendo 64 von Konami. Das macht aber echt richtig Bock. International Superstar Soccer 64 war dabei. Dann noch ein Fußball, FIFA 64. Wirklich, das ist ein ziemliches Scheißspiel. Also es ist echt ein mieses FIFA-Spiel. FIFA 98 zum Beispiel ist viel besser, das für den Nintendo 64. Ich habe hier dieses 64. Warum habe ich das mitgenommen? Ganz einfach, ich hatte das Spiel, früher meiner Kindheit hatte ich dieses Spiel auch, dieses FIFA 64. Und auch wenn ich weiß, dass es scheiße ist, irgendwie habe ich es Bock, mal wieder zu zocken.
FIFA 64. Allein aus Nostalgiegründen auch, weil ich weiß, es ist eigentlich nicht so cool. Aber ja, ich hatte es einfach mal Bock, mal wieder zu zocken, ne? FIFA 64 auch mitgenommen. Für 4 Euro, mein Gott. Und NBA Jam 2000, das kannte ich gar nicht. Also ich kenne NBA Jam, die Reihe. Aber ich wusste nicht, also das NBA Jam 2000 für Nintendo 64 war mir bisher nicht bekannt. Ja, auch gerne mal mitgenommen. Für 4 Euro. Ja, NBA Jam. Basketball natürlich, ne? Aber nicht ein zu ernstzunehmendes Basketball. Eher eine Art Fun-Basketball. Mit ein bisschen unrealistischen Sachen und so. Aber cool zu zocken, ne? Ja, auf jeden Fall die 3 runtergehandelt von 15 auf 12 Euro. Super in Ordnung, ne? Das war fair. Auch wenn es so Sportspiele sind. Aber die gehen auch alle drei so in meine Sammlung. Warum nicht? Ja, das war dann natürlich wieder ein cooler Deal. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. War das nicht? Nee, war das. Du hast dann gerade noch hingeguckt. Das sieht aber wirklich so aus. Ja, ich sehe schon gerade. Ich habe auch noch zwei andere bei dir, aber nicht dort. Die machen wir, die kosten 60. Okay. Ja, weil ich bin am Überlegen, ich hatte die früher mal als Jugendlicher. Ja, mit 46 und. Ja, wir hatten die Werte, die nicht alle. Ja, wer hatte sie nicht, ne? Ich meine, die habe ich jetzt als Mini neu, ja, aber okay. nicht die Originale, okay, Alles klar, ne? ja. Und ich bin immer noch mit mir am Kämpfen, dann mal nochmal zu sagen, ja, ne? Ja, ist cool. Also ich hab einen Mega Drive, ich bin so ein Sega-Fan. Ne? Also ja, ich kann immer ja. Grand Slam Tennis, das ist einfach in drei Ja. Tasten, das geht immer schön einfach. Ja. Ah, super. Ja. Was willst du denn für so ein Spiel hier haben? 10 Euro. Pro Stück, okay. Hast du auch Mega Drive 4? Nee, nein, im Moment nicht. Ach, schade. Wir haben erstmal auf Nintendo gestürzt, Mega-Sachen kaufen wir jetzt mehr an. Ist genauso beliebt, ne? Ja. Es geht auf jeden Fall klar. Nintendo bietet mehr, ne? Ja, natürlich. Nintendo ist hier damit aufgewachsen, ja. ne? Aber Sega ist aber auch nicht unbeliebt. Also nee, ich war früher in allen Spielen immer ein Opfer, für alle anderen. Ja. Das ist mal ein Opfer bei Sega Rally und Sega Daytona. Das sind meine Opfer. Ja. Spiele, ne? Da war ich immer eine Macht. Aber alles andere war ich immer ein beliebtes Opfer. Ja, also Mega Drive ist eine geile Konsole auf jeden Fall. Habe ich auch zu Hause. Dann alles klar, danke. Ja, auch dann auch oder Virtual Racing da immer wieder drauf kam. Heute 150 Mark und Taschengeld abgespart. Ich hab die beide noch nicht. Wenn ich beide direkt nehme, machst du mir einen anderen Preis? Also bis 18 machen. 18. Ja. Ich guck mal, was du noch so hast. Oh.
Schmeifel, genau. Ein bisschen blöd aufgebaut heute. Was mit dem Wetter noch passiert, ne? Ja. Noch geht's, ne? Ja. Ja, die haben an sich so die Wetter-App, die ich habe. Das sind ja überall anders immer die Wetter, ne? Ja, da 15 Uhr erst Regen. Okay, ja, ich weiß da gar nicht mehr, welcher Wetter-App ich da vertrauen soll. Die einen, im Prinzip sind die alle unterschiedlich. Genau, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ich fahre einfach immer und dann bauen wir halt, wenn so ein Wetter ist, bauen wir halt ein bisschen kleiner auf. Ich habe Plan, kann das abplanen. Ja. Und dann ist gut. Okay, also da hinten die beiden 18, ne? Ja. Das ist 8. Wenn ich das noch dazu nehmen würde, wären wir bei 26. Würdest du 25 machen? Ach, cool, natürlich. Ja, cool. Dann war ich bei so einem halbprofessionellen Händler, bei dem ich schon öfter was gekauft habe. Aber das ist kein richtiger Händler, also ein halbprofessioneller Händler. Der macht so ein bisschen nebenbei und so. Und der steht auch nicht bei den Händlern. Also da, wo ich war, da gibt es einen Parkplatz, da stehen eher so die Händler, die gewerblichen, und einer sind die privaten Leute. Der steht auch bei den privaten Leuten nicht, es ist auch ein Privatmann. Der verkauft aber halt nur Games und DVDs. Und bei dem habe ich jetzt schon öfter mal was gekauft, aber der hat echt faire Preise. Das ist okay, mit dem kann man auch reden und so. Und ja, bei dem habe ich jetzt 3 Games, nicht die Oberschnapper, weiß nicht, der Oberschnapper, aber ein bisschen weniger als eBay war es schon. Einmal Track and Field 2, ein Leichtathletikspiel, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich es schon habe. Aber, nee, sieht nicht so aus. Habe ich noch nicht. Gut, da war ich mir nämlich nicht sicher. Aber das Leichtathletik soll auch ein ganz passables Leichtathletikspiel sein. Gibt es auch noch einen anderen Teil, den ersten Teil von. Ich meine, erst ist die Barcelona Edition. Das hier ist einfach Track and Field 2. Leichtathletik ist aber nicht nur Leichtathletik. Das ist so olympische Disziplin halt, ne? Nicht Leichtathletik, das war falsch. Das sind olympische Disziplinen. Sind auch hier ein paar Sachen drauf. Tontaubenschießen, Karate, Kanufahren. Ist ja gerade Olympia, ne? Oder ich weiß nicht, ob noch Olympia ist, wenn ihr das Video seht. Oder war ja gerade Olympia. Kann auch sein. Also bei mir ist jetzt gerade noch Olympia. Ja, weil ich das ein bisschen vorproduziere. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Bogenschießen noch mit drauf. Ein cooles Sportspiel. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt einer, der keine Sportspiele mag. Ich mag sowas. Werde ich auf jeden Fall zocken. Dazu gab es WrestleMania Challenge. Das hatte ich auch in meiner Kindheit, meine ich. Es gibt mehrere WWF-Spiele. Und ich glaube, dass es das war, das ich habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gehe ich aber jetzt gerade mal von auf. WrestleMania Challenge. Ja, mit verschiedenen Wrestlern drauf, das ist wirklich nur ein älteres, ne? Ja, die Wrestling-Spiele auf dem NES waren noch nicht gut. Die waren auch selbst auf dem SNES noch nicht gut. Das begann eigentlich mit Nintendo 64, dass die Wrestling-Spiele gut wurden. Ja, ne, da kann man auch noch nicht so viel machen, ich weiß das. Auf jeden Fall, wen haben wir hier drauf? Den Big Boss Man, den Ultimate Warrior, Hulk Hogan, Andre the Giant und den Macho Man, Randy Savage. Damals noch als Macho King. Ich war großer Fan damals. Ich habe das auch immer gerne geguckt. Und ja, WWF damals, ne, das war noch, da war WWE noch richtig gut, muss man echt sagen. Habe ich echt immer gerne geguckt. Richtig cool. Und ja, mit den ganzen alten Charakteren. Habe ich auch Bock drauf. Und für den Gameboy noch mitgenommen. R-Type. Ein cooles Ballerspiel. Also so ein Shooter mit einem Raumschiff, wo man Gegner abschießen muss, ist auch nicht immer das Allereinfachste. Ich habe das auch schon für den, also vielleicht nicht genau das, aber ich habe für den Super Nintendo die Version. Jetzt habe ich auch eine Gameboy-Version davon.
habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und die sind bei eBay, liegen die alle ungefähr bei einem Zehner, mal leicht mal knapp drunter, ja, oder knapp drüber. Und ich habe sie auf jeden Fall alle drei für 25 Euro gekriegt. Das war in Ordnung. War jetzt nicht der Oberschnapper, aber war in Ordnung. Ne? Ja, war cool, war noch ein ganz cooler Deal. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Hallo, was hat der kosten hier? Drei. Drei? Ja, okay, machen wir. Ja, dann gab es diesen Luigi hier. 3 Euro hat er gekostet. Der dreht sich, der Luigi. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nein, den habe ich noch nicht. Und deswegen geht der auch. Der Luigi, dreh dich. Ja, dreh dich zu den Zuschauern. Will er nicht. Doch, jetzt. Den habe ich noch nicht, diesen Luigi. Und der wird natürlich in meine Vitrine wandern. Und habe ich gerne mitgenommen für 3 Euro. Ich bin inzwischen so, ich nehme auch schon noch doppelte Figuren mit aus Mario-Universum. Aber ich versuche auch erstmal die zu kriegen, die ich noch nicht habe. Ne? Wenn ich jetzt mal einen doppelten überkriege, irgendwo herkriege, weil er gerade günstig ist, das nehme ich ihn auch mit. Ne? Aber den habe ich noch nicht. Dann habe ich den besonders gerne mitgenommen. Ja, den Luigi. So, ich würde sagen, wir machen weiter. €1, 50 Cent. Ist ja nur der Unterpreis. Was soll der kosten? Nee. Zwei. Und der? Auch zwei. Machst du die beide für 3? Ja, okay, cool. Ja, dann gab es noch einen coolen Abschlussdeal. Und zwar runtergehandelt. Für 3 Euro gab es nochmal 2 Figuren. Einmal ein Luigi, den ich jetzt schon zum dritten Mal habe, wirklich. Aber komm, man kann nie genug Luigis haben. Dieser Luigi geht natürlich auch in meine Vitrine. Und hier ein, den hatte ich noch nicht, einen größeren Yoshi. Der ist schon echt ein bisschen größer. Vergleich den mal. Seht ihr, ja, gut, der. Und ich vergleiche den mal mit dem. Ne? Also ich habe andere Yoshis, die sind aber nicht so groß. Und die können auch nicht so die Zunge rausstrecken wie dieser hier. Ist aber schon nicht mehr so ganz einfach. Aber geht noch. Ja, einen Yoshi. Einen Yoshi mitgenommen, den ich noch nicht habe. Und einen Luigi, den ich schon mehrfach habe. Aber für 3 Euro beide zusammen kann man nichts sagen. Ne? Habe ich von so einer Frau runtergehandelt. Das war ein cooler Abschlussdeal. Ja, ich denke, das war eigentlich nochmal, waren ein paar coole Pickups dabei. Waren jetzt nicht die oberkrassen. Man kann auch nicht immer so Oberschnapper und nur gute Sachen finden. Aber ja, für jemanden wie mich, der nur Nintendo und ein bisschen Sega sammelt, war das schon okay. PlayStation und so findet man natürlich bergeweise. Ne? Aber ich, ja, sammle ich halt nicht. Ne? Aber da, wenn ich PlayStation sammeln würde, würden meine Flohmarkt-Videos, glaube ich, noch viel, viel länger gehen. Ja, ja, auf jeden Fall war eine schöne Ausbeute. Habe ich ein paar coole Games gefunden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's. Bis dann, euer Patrick.